Ei, 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 das passiert am Nordmeer mit zu kleinem Setup. Ja, der Brocken hat mich jetzt hier über eine Stunde schon gequält. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und gleich kommt er so langsam raus. Über 300 Meter Schnur hat er sich gegönnt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir sind jetzt hier bei den letzten 25 Meter. Ich bin super gespannt, was wir jetzt hier gleich sehen werden. Und es geht immer noch langsam, langsam vorwärts. Ordentlich viel Kaffee und Tee schon getrunken, damit die Energy da ist. Und ja, so langsam immer wieder mehr hier. Die Bremse auch zumachen. Aber gerade so bei den letzten Minuten will man natürlich auch nichts mehr riskieren, dass da auf einmal vielleicht doch noch ein hektischer Kopfschlag kommt und der Brocken dann abflutscht oder irgendwas kaputt geht. Von daher machen wir das ganz auf entspannt und ziehen ihn hier raus. Ja, von der Position, ich bin unten am 41er einfach so ein bisschen hin und her gedüst und... Ja, vom Setup her alles tendenziell eher so ein bisschen bläulich. Da gehen wir gleich natürlich im Detail nochmal drauf ein. Mal eben schauen, was er denn ist hier. 5 Meter sind es gewesen jetzt nochmal. Ihr habt, glaube ich, jetzt so langsam gesehen, wie langsam das vorwärts geht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein großer Heilbutt, durchaus möglich. Er ist nicht wirklich schnell abgezogen, aber relativ konstant. Und zwischendrin dann doch auf einmal wieder hektisch, also lange Zeit einfach nur geradeaus weg und dann einfach zwischendurch hektische Schläge gemacht, abgehauen. Ich bin übelst gespannt, vielleicht ist es doch nochmal ein großer Grönland, großer Hai. Mal eben gucken, dass wir da einen guten Winkel rankriegen. Und immer schön ranpumpen, soweit es irgendwie auch nur geht. Und im Idealfall natürlich mit Bremse zu und gib ihm. Aber die letzten paar Meter, die kriegt man jetzt glaube ich auch noch so. So, komm mal ran hier. So, genau, den Willen noch mal eben brechen. Und zu und pump. Und jetzt gucken, dass er nachlässt. Jawohl. Und. Nachlassen. Finger ist die ganze Zeit auf dem Mausrad. Höchste Anspannung. Das ist halt immer das Mieseste. Und ich kann euch sagen, im Stream, ganz, ganz, ganz miese Geschichte. Wenn man dann im Chat die ganze Zeit vielleicht noch einen Blick drauf hat oder so, dann ist es halt super tricky. Aber jetzt hier auf entspannt kann man das mal machen. So, 10 Meter sollen es noch sein. Und er lässt sich wieder ein bisschen kurbeln. Sehr angenehm gerade. Sehr gut. Vielleicht sieht man auch schon gleich was. Ja, 300 Meter ist bisher das weiteste. 310 Meter Schnur genommen. Ich habe 430 Meter Schnur hier drauf auf der Wenga. Und das macht das Ganze jetzt natürlich schon übelst tricky, ne? So, auf 5 Meter. Endspurt sozusagen auf dem Brocken. Und da sieht man doch schon was. Ein Grönland, tatsächlich. Ein Grönlandhai. Ist es denn wahr? So, 0 Meter. Krieg ich den denn überhaupt? Vielleicht kriege ich den nicht mal. Ich hole den mal näher ran ans Boot. Das ist doch mal ein schönes Gewicht. Schöner Brocken. Der Grönlandhai in kompletter Größe hier. Oder nicht ganz komplett, aber schon mächtig. Mal raus hier mit dem Gaff. Und... Alter, persönlicher Fang, größter gefangener Fisch.
120 Meter Grönlandhai abgefahren, Alter. Abgefahren. 120. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Auf der Wenger rausgeprügelt. Ah, ich hätte mir vielleicht noch einen kippen können für ein bisschen mehr XP. Ich fange einfach noch einen. Mit einem dickeren Setup dann aber das nächste Mal. Schönes Teil. Gar nicht verkehrt. Achtung, Ohren zu. Ah, wir machen nochmal einen Screenshot. Und dann packen wir das Ganze ein. Alter. So. Erledigt das Dingen. Also, so sieht das Setup aus. Ich muss erstmal natürlich direkt reingucken auf den Verschleiß. Ja, wir haben was auf den Schnurlaufringen. Die waren allerdings schon relativ weit. Ich würde sagen, so ungefähr 2% auf den Schnurlaufringen. Nicht wahnsinnig viel. Getriebe sieht top aus. Bremse hat ein bisschen gelitten. Ich würde sagen, ungefähr 5%. Bremse, Schmierung hat natürlich auch ein bisschen gelitten, aber dafür, ja, zwischendurch das Getriebe natürlich auch zugemacht. Für die paar Momente, wo er wirklich die Bremse zum Brennen gebracht hat, vollkommen okay. So ist das Setup hier momentan. Es ist hier die Coast Runner, die erste leichte Bootsroute, dann in Kombination mit der Wenger, 60 Kilo Schnur, 60 Kilo Vorfach natürlich. Und dann hier den Lurker, ganz normal, Standardhaken, die man original da auch mit dran hat. Also 4-0er Haken. Extra Haken mit da dran gehabt, den Achter. Und dann hier in Blau-Blau und Köhlerfilet auch noch mit dran. Halbes Köhlerfilet und sonst nichts weiter. Jo, so sieht das aus. Schönes Ding. Ich bin auch schon ganz zufrieden damit. Und das Ticket läuft jetzt noch eine Weile und dann werden wir gleich hier das Ding auch nochmal verkaufen und dann gucken wir natürlich, was der denn so an Silber bringt. So, dann gucken wir doch mal eben rein, was der denn so an Silber bringt. Prozente hat er nicht mal gebracht, leider, hätte ich ja auch gerne mitgenommen. Da ist er, 800 Tacken. Geht das drauf für die Repkosten? Nicht so ganz. Ich würde sagen, ein guter Teil davon geht drauf für die Reparaturkosten. Aber Hauptsache, man hat einfach mal so einen schönen Brocken gefangen. Hat sich doch gelohnt. Ja, ein großer wilder Kescher, allerdings auch schon vom gesamten Abend. Also alles zusammen. Gerade ja über 2000 Silber, die jetzt wieder reinkommen. Damit bin ich wieder ein ganzes Stück hier im Plus. Einen kleinen Teil werde ich jetzt allerdings hier auch noch wieder verhackstücken zu Köderfischen. Ja, und dann Attacke Vollgas. Das müssen wir gleich erstmal alles aussortieren. Das ist natürlich auch mal wichtig. Vielleicht nehme ich die drei, die hole ich mir dann auch noch. Die Scholle, vielleicht kriege ich auch noch die Schollen zusammen. Also solche Kaffeeaufträge sind natürlich auch immer gut. Also, das und so viel dazu. Schöner bester, da ist er sogar, genau, größter gefangener Fisch, der Grönlandhai, hier ist er jetzt drin, mit dem Lurker, richtig, richtig cool, mein erster Fisch, über 100 Kilo, 120 Kilo, das ist doch mal was, kann man mal machen, und das auf diesen blauen Pilka, cooles Dingen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann ziehen wir demnächst noch so ein Ding raus, wa? Also, Petri Lümmels, zieht raus die Brocken. Bis zum nächsten Mal.